Herzlich willkommen zum Lernzyklus Kreuztabellen. Jetzt, wo wir wissen, was eine Kreuztabelle ist, werden wir uns in diesem Video damit beschäftigen, wie man aus Text die Daten für eine Kreuztabelle herausliest. Außerdem werden wir uns auch anschauen, wie man von einer unvollständig ausgefüllten Kreuztabelle die fehlenden Einträge berechnet und ergänzt. Hol dir hierzu ein Blatt Papier und einen Stift. Pausiere währenddessen das Video. Alles bereit? Dann starten wir los mit unserem ersten Beispiel. In der Klasse 3D sind 13 der 24 Kinder Buben und 11 der 24 Kinder Mädchen. Von den 13 Buben haben 8 Geschwister, von den 11 Mädchen sind es 10, die Geschwister haben. Insgesamt sind 18 Kinder in der 3D Geschwisterkinder, 6 sind Einzelkinder. Erstelle eine Kreuztabelle und fülle sie mit den absoluten Häufigkeiten aus. Wir sollen nun also eine Kreuztabelle erstellen und diese dann mit den absoluten Häufigkeiten aus der Angabe ausfüllen. Dafür müssen wir uns zuerst eine Kreuztabelle aufzeichnen. Wie wir im Intro schon gelernt haben, werden bei einer Kreuztabelle die Zusammenhänge von zwei Merkmalen überprüft. Was sind denn in unserer Aufgabe diese zwei Merkmale? Nach welchen Einteilungen könnte in der Kreuztabelle unterschieden werden? Zuallererst wird zwischen Buben und Mädchen unterschieden. Es handelt sich hier also um das Merkmal Geschlecht mit den Ausprägungen Buben und Mädchen. Dieses Merkmal tragen wir in die erste Zeile ein. In der Angabe lassen sich auch Informationen darüber finden, ob die Kinder dieser Klasse Geschwister haben. Hier lässt sich unser zweites Merkmal Geschwister finden. Auch dieses Merkmal unterscheidet sich wieder in zwei Ausprägungen: jene Kinder, die Geschwister haben, und jene, die keine haben. Wir tragen hat Geschwister und hat keine Geschwister in die erste Spalte ein. Jetzt beschriften wir noch die Summenzeile und Spalte. Unsere Kreuztabelle ist nun vollständig beschriftet und wir können beginnen, die Informationen aus der Angabe in die Tabelle einzutragen. Die erste Information, die wir in der Angabe finden, ist, dass 13 der 24 Schülerinnen und Schüler Buben sind. Wir wissen also, dass in der 3D insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler sind. Dies tragen wir hier ein. Dass 13 dieser Schülerinnen und Schüler Buben sind, können wir in dem Kästchen vermerken, das sich in der Bubenspalte und Summenzeile befindet. Die Information, dass 11 der Kinder Mädchen sind, vermerken wir ebenfalls in der Summenzeile. 10 Mädchen haben Geschwister. Das bedeutet, dass 10 der Kinder der 3D Mädchen sind und Geschwister haben. Diese Information tragen wir hier ein. Die 8 Buben, die Geschwister haben, tragen wir hier ein. Nun müssen wir nur noch die Kinder eintragen, die Einzelkinder sind. Also 5 Buben und ein Mädchen. Unsere Tabelle ist nun schon fast vollständig. Zu guter Letzt tragen wir noch ein, wie viele Kinder insgesamt Geschwister haben, also 18. Und wie viele Kinder keine Geschwister haben, nämlich 6. Super, jetzt haben wir eine vollständige Kreuztabelle. Bei der vorherigen Aufgabe hatten wir in der Angabe alle Informationen über die einzelnen Zellen gegeben. Aber es gibt auch Angaben, bei denen wir nicht alle Informationen direkt herauslesen können. Wie man bei solchen Aufgaben trotzdem eine Kreuztabelle erstellt, schauen wir uns jetzt anhand eines weiteren Beispiels an. Um zu untersuchen, wie viele Personen in einer Gruppe Haustiere haben, wurde eine Umfrage durchgeführt. Unter 370 Frauen und 354 Männern gaben 276 Frauen an, ein Haustier zu besitzen. 137 aller Personen gaben an, keine Haustiere zu besitzen. Erstelle eine Kreuztabelle. Wir beginnen wie bei der vorhergehenden Aufgabe. Wir identifizieren zuerst die zwei Merkmale, die untersucht werden, beschriften die Zeilen und Spalten und tragen dann die Informationen ein, die wir in der Angabe finden. Probiere die ersten zwei Schritte selbst aus. Drücke hierfür auf Pause und lass das Video weiterlaufen, sobald du deine Tabelle beschriftet hast. Fertig beschriftet? Super! Deine Tabelle sollte nun so aussehen. Es kann auch sein, dass bei deiner Tabelle die Zeilen und Spalten vertauscht sind.
Diese Tabelle ist auch richtig. In diesem Video werden wir mit dieser Beschriftung der Tabelle weiterarbeiten. Wir unterscheiden also zwischen Männern und Frauen, das Merkmal, das unsere Spalten beschriftet, und zwischen Personen mit Haustieren oder ohne Haustiere, das Merkmal, das die Zeilen beschriftet. Wir sehen hier die Beschriftung hat Haustiere und hat keine Haustiere. Nun kommen wir zum nächsten Schritt, die Informationen aus der Angabe in die Tabelle eintragen. Drücke auf Pause und versuche es mal selbst. Vergleichen wir die Ergebnisse. Wir wissen, dass insgesamt 370 Frauen an der Umfrage teilgenommen haben und tragen diese Information in die Zelle unserer Tabelle ein, bei der sich die Spalte Frauen und die Zeile Summe schneiden. Auch die Anzahl der Männer, die an der Umfrage teilgenommen haben, ist in dieselbe Zeile einzutragen, und zwar beim Schnittpunkt der Summezeile und der Spalte Männer. Wir wissen außerdem, dass 276 der Personen Frauen mit Haustieren sind. Also tragen wir dies in diese Zelle ein. Zu guter Letzt können wir noch in dieser Zelle in der Summenspalte jene Personen eintragen, die keine Haustiere besitzen, nämlich 137 Personen. In unserer Angabe finden wir keine weiteren Informationen. Unsere Tabelle ist aber noch unvollständig. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir auf die fehlenden Eintragungen kommen können? Pausiere kurz das Video und überlege dir, wie wir die restlichen absoluten Häufigkeiten erhalten. Ist dir etwas eingefallen? Mal sehen, ob du richtig liegst. Wir wissen, dass 370 Frauen und 354 Männer an der Umfrage teilgenommen haben. Wie viele Personen haben also insgesamt teilgenommen? Dafür müssen wir nur die Anzahl der Frauen mit der Anzahl der Männer addieren. 370 plus 354 ergibt 724. Wir haben jetzt also die letzte Zeile vervollständigt. Jetzt schauen wir uns die erste Spalte an. Wir wissen, dass von 370 Frauen 276 Haustiere besitzen. Wie viele haben keine Haustiere? Dafür ziehen wir von den 370 276 ab und erhalten 94 Frauen, die keine Haustiere haben. Es gibt 137 Personen von 724, die keine Haustiere besitzen. Daher gibt es 724 minus 137, also 587 Personen, die Haustiere besitzen. Von diesen 587 Personen sind 276 Frauen. Daher sind 587 minus 276, also 311 Haustierbesitzer männlich. Insgesamt haben 354 Männer an der Umfrage teilgenommen. Und so können wir uns den letzten Wert der Tabelle berechnen. Denn 311 dieser 354 Männer sind Haustierbesitzer. Daher besitzen 354 minus 311, daher 43 Männer, keine Haustiere. Super! Unsere Kreuztabelle ist nun vollständig. Hattest du alles richtig? Im nächsten Video werden wir lernen, Kreuztabellen zu interpretieren. Wenn du dir beim Vervollständigen der Kreuztabelle noch schwer getan hast, dann schau dir davor das Video nochmal an.